Freunde, im heutigen Video werden wir nach jedem Kill, den wir in Fortnite machen, den Controller wechseln. Und wir fangen dabei bei ganz normalen an, gehen dann auf Geister-Controller über, dann gibt es sogar Hacker-Variationen und zu guter Letzt werden wir auf jeden Fall die PD-Version benutzen. Achso, und ich habe natürlich noch Controller eingebaut, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Deswegen Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, tragt meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein und dann legen wir los. Leute, wartet ab, Mann. Es ist so crazy. Ich glaube, der verrückteste Controller ist der, der noch nicht angeschlossen ist. Ich mach das mal eben. Ich dachte eigentlich, es wäre der blaue Controller oder der gelbe Controller. Aber es ist der ganz normale PlayStation 4 Controller. Warum? Weil dieser Controller im Verlauf der Runde denken wird, er wäre ein Xbox-Controller. Gott, der macht auch irgendwas kaputt bei meinem PC, ich sag's euch. Ich habe hier so viele Programme an, dass selbst Epic Games wahrscheinlich denkt, ich hacke, obwohl ich der größte Bummi im ganzen Spiel bin. Oh Gott. Okay, gib mir schnell eine Waffe. Ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir einen Kill, vielleicht zwei Kills. Hängt ein bisschen davon ab, wie es läuft. Derzeit sieht es sehr schlecht aus. Irgendwo einer? Das ist der Wannabe. Oh, der hat nicht mehr eine Waffe dabei. Was hast du denn hier gemacht? Okay, ich würde sagen, wir machen noch einen Kill. Es geht schon los. Seht ihr das? Er denkt einfach, er wäre ein Xbox-Controller. Digga, wie kann man das denn denken? Du bist doch crazy. Xbox kommt gleich noch. Kurz ein bisschen Heilung geben. Also ich muss sagen, in letzter Zeit, ich habe ein bisschen mehr wieder mit Controller gespielt, aber nur wegen Call of Duty. Ansonsten, ich bin der absolute Bummi. Ich kann gar nichts, Mann. Noch schlechter jetzt mit... Ich mach bitte wieder genau gehen. So und noch schlimmer. Okay, wir können auch nach jedem Tod wechseln, Mann, wenn das einfacher ist. Können wir auch machen. Ja, ja, Leute, ich bin gerade gestorben. Der Controller macht einfach zu große Faxen. Ihr seht es ja jetzt schon. Ach Gott, der denkt wirklich, er wäre ein Xbox-Controller. Was ist denn los mit dir? Na gut, ich denke manchmal auch, ich bin ein Pro-Gamer. Oder ich wäre lustig. Aber das klappt dann auch nicht so gut. Komm, neuer Versuch, neues Glück. Ich bin direkt ein Sniper. Das ist kein Glück. Das hängt schon wieder alles. Ich glaube, ich mache einen einzigen Kill damit. Ey, das ist doch nicht normal, Mann. Ich drehe hier durch. Hallo, Freunde. Kommst du rein? Oder soll ich rauskommen? Boah, ich hab einen Pumpgun. Hab ich geile Sachen. Hier ist irgendwo einer. Zeig dich doch, du Bummi. Was macht der denn da? Aha. Direkt mal bauen. Du willst ja nicht anders. Boah, der gibt schon auf. Okay, er gibt schon auf. Dafür kann ich jetzt auch nichts. Ich würde sagen, wir nehmen direkt den nächsten. Oder? Oh, jetzt bleib ich noch. Okay, ich bin der Beste, Mann. Wir tauschen direkt. Weg in den Dreck. Und nächster am Start. Das ist übrigens ein Scuff-Controller, Leute. Ich zeig's euch mal. Der hat hinten einfach diese Paddles am Start. Und ich glaube, ich habe die auch gebunden. Ist noch ein bisschen älter. Ey, der fühlt sich so smooth an gerade. Oh, direkt ganz anderes Feeling. Links ist springen, rechts ist bauen. Okay, kann man sich merken. Damals einfach gebunden und die Hoffnung gehabt, dass ich Pro-Gamer in Fortnite werde. Hat's geklappt? Nö, hat's nicht geklappt. Ich glaube, ich hau jetzt ab hier, oder? Hat hier ist noch irgendeiner? Oh Gott, er kommt. Ich will nicht mehr. Wie kann das sein, Mann? Hoch die Hände. Wochenende, Freunde. Dabei ist heute erst Montag. Was sind Ferien gerade? Nächster Versuch. Mal gucken, ob es mit dem Controller jetzt hier besser funktioniert. Der letzte Schuss, den ich abbekommen habe, war mein Tod. Ich gehe normalerweise in diesen Gebieten hier gar nicht runter. Weil ich will ein bisschen Sicherheit haben. Bevor der wieder denkt, er wäre wieder Xbox. Kann man überhaupt Waffen wechseln? Hä? Mit R1? Ah, geht auch. Okay. Ist so wohl einer. Hallo? Wer ist hier? Denkst du, wer ist der Allergrößte, ne? Nö, bist du nicht, Digga. Komm, einen machen wir noch. Dann wechseln wir wieder. So viele geile Controller. Außer hier ist keiner mehr. Dann können wir direkt wechseln. Der Scuff ist cool, Mann. Der fühlt sich gut an. Komm doch, du Schisser. Oh, ich fliege einmal. Fliegen mit dem Controller. Ist so geil. Guck mal, Lami-Bär in der Nähe. Ist das euer Ernst? Ich höre normalerweise 30 Leute hier. Oh, oh. Falsche Taste gedrückt. Mayday, Mayday, wir gehen runter. Wo sind die Gegner überall? Ist das am Controller? Ich habe die Angst oder so. Aber jetzt überlegt mal bitte. Diesen Controller hier, dem habe ich einfach die meiste Zeit wahrscheinlich in Fortnite verbracht. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich jetzt auf PC einfach spiele. Ja gut, der hat gerade fast 3 Leute ausgeschaltet. Hallo, ich will ein paar Gegner haben. Ich brauche Kills. Ob ich das hasse, wenn man am Anfang keine Gegner findet. Da ist einer. Hier sind einige, glaube ich. Ein bisschen auf der Hut sein. Kleiner. Irrer, Alter, was machst du denn hier? Stirb, ich will wechseln.
Oh, der Hulk ist da unten. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, da kommt doch einer. Bitte, ich muss da nur bauen. 360, no scope. Uga, uga. Wir wechseln ganz schnell auf einen Controller, wo ich gar nicht weiß, ob ich das auch brauche. Warten, warten. Oh mein Gott, er geht. Ladies and Gentlemen, das ist der Hacker-Controller. Zumindest dachte ich das einfach immer. Hallo? Ich hoffe, das Audio funktioniert noch. Oh mein Gott, der funktioniert mit Vibrations. Oh Gott. Hilfe, der hat eine ganz komische Sensi. Digga, was passiert hier? Okay, der funktioniert mehr als komisch gerade. Ich kann nichts machen. Ich muss einfach so schießen. Hilfe, ich kann die Waffe nicht wechseln. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann reinzoomen, aber ich kann sonst nichts wechseln. Ich kann nicht mal nachladen. So, mit der Pfeiltaste kann ich wechseln. Oh, der checkt's ja nicht, Mann. Was ist denn mit dir los, Mann? Der wuschelt mir gleich die Haare runter. Kann ich jetzt eigentlich wieder runterkommen? Oh Gott, hallo. Ich will keine neuen Freunde finden. Zumindest jetzt gerade nicht. Ey, Leute, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier gerade mache. Der ist sowas von nicht eingestellt, dieser Controller. Das ist ja geisteskrank. Holy moly. Hat einer eine Pumpy dabei? Oh, hier ist einer. Gut, dass wir den Controller auch schon fertig haben. Ich drehe durch, Mann. Nächster Controller, Leute. Er funktioniert gar nicht. Doch, es tut sich irgendwas. Hä? Ey, denkst du, du bist eine Maus oder was? Hilfe, was passiert hier gerade? Ich habe hier irgendein Entertainment gestartet. Der funktioniert irgendwie auch überhaupt gar nicht. Na gut, dann können wir direkt wieder wechseln. Das ist doch einfach nur traurig, Mann. Bitte, du musst gehen. Ich liebe dich einfach. Du weißt, ich liebe dich. Wir haben schon epische Siege geholt. So passt das jetzt nicht. Komm schon. Funktioniere, Bro. I need you. I love you. Er funktioniert. Leute, guckt euch diesen Controller an. Es ist ein Smiley, ein Geist. Ein japanischer Geist, glaube ich. Dieser Controller ist damals so teuer gewesen. Aber ich bin gut mit dem Controller. Ohne Spaß, Mann. Tut nach einer Zeit ein bisschen weh, weil der jetzt so riesig ist. Aber er funktioniert. Das ist schon mal die Hauptsache. Ich bin richtig glücklich damit. Heute denkt aber jeder, er wäre Xbox irgendwie. Ich sag euch, ich habe irgendeine fehlende Einstellung oder so. Falls sich damit irgendeiner auskennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Setzt sich auf Discord ein. Und dann quatschen wir einfach mal ein bisschen. Also mit dem muss ich jetzt mindestens 2 Kills machen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was abgeht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Controller wir noch haben. Aber ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. Hey, Freunde. Ihr seht jetzt nicht nach dem Besten aus. Er ist schon mal tot. Junge, wie viel HP hat der bitte? Ich weiß gar nicht, wie man die mit bauen kann. Ich mache die Tür zu, Mann. Jetzt wäre nichts gewesen. So, Gold sind wir auch schon mal voll. Oh mein Gott, hallo. Ich habe ihn eingebaut. Digga, der kommt ja gar nicht klar. Kannst gut bauen, Ivan, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt wieder. Ah, ah. War ich damals besser damit oder die Gegner einfach besser? Ja, damit. Kurz ein bisschen durchheilen. Oh Gott, der nächste schießt auf mich. Come on, baby. Ich hab 2 Kills. Ich will noch einen dritten machen. Einfach aus Prinzip. Dafür, dass der andere Controller gar nicht ging. Kann ich hier mit bauen? Was funktioniert sogar? Das wolltet ihr doch alle sehen. Ich glaube, hier ist doch immer noch einer. Mindestens einer, wahrscheinlich eher 2. Ist ein Freund oder ein Feind? Oh, ich weiß nicht, wie man aufteilt! Ich sag euch, Controller-Spieler, das sind immer die allergefährlichsten. Das Gute ist, ich habe jetzt auch Aim Assist. Ich weiß nicht, wie stark der Aim Assist ist, weil ich ja so komische Controller spiele. Aber hat gebockt, oder? Ist bis jetzt der Beste gewesen, Mann. Falls mir irgendeiner aus Japan so einen Controller zuschicken will, ich bin nicht abgeneigt, Mann. Meine Adresse ist 55. So, wir wechseln nochmal, Freunde. Wenn das hier nicht das verrückteste Video ist, dann weiß ich einfach auch nicht mehr. Okay, Freunde. Nächster Controller. Hey, ist das irgendwie eine generelle Einstellung? Was denkt er denn, wer der ist? Ohne Spaß, Leute. Ich habe das Problem, glaube ich, gefunden. Ladies and Gentlemen. Nächster Controller. Es ist einfach der PS5-Controller. Das war irgendwie so ein komisches Programm, was hier an war. Dann geht der andere Controller ja wahrscheinlich doch. So, Chicken, mach kein Auge, Alter. Ich bin wieder back on track hier.
Deswegen hat das alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Naja, egal. Passiert schon mal. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Oh mein Gott, eine AK. Ich sag euch, underrated. Ich muss die häufiger wieder spielen. Ich liebe diese Waffe. Ich glaube, eine der besten Waffen der ganzen Season. Welche Überraschung. Es gibt auch normale Chickens. Haha, du bist nicht mal Gold, Junge. Und du auch nicht. So, mit dem Controller würde ich sagen, machen wir jetzt auch wieder 2 Kills. Da vorne ist einer. Mal gucken, ob ich ein bisschen Aim Assist habe. Okay, ich habe überhaupt keinen. Der checkt auch gar nicht, dass ich da bin. So, wie heißt du? Krallkobra? Man hat mich auch mal die Kobra genannt. Spaß, gelogen, hat mich keiner genannt. Warum auch? Ich habe mit Kobras gar nichts zu tun. Aber wäre cool gewesen, oder? Erinnert mich ein bisschen an Cobra Kai. Wann geht's da eigentlich weiter? Sollte das nicht letztes Jahr im Sommer sein? Ja, moin. Komm schon. Ein Gegner noch. Wo sind die Rabauken? Ah, da hinten schießt einer. Ich habe halt auch immer so Schimmelwaffen dabei, weil ich die ganze Zeit sterbe. Gib mir was Gutes. Okay, das ist ein Upgrade. Ich glaube, hier vorne sind ein paar. Kommt in die Zone. Kommt zu Wannabe. Der hat noch eine Rechnung mit euch offen. Hä, was machst du denn hier, Luis? Sollst du nicht Rennen fahren? Läuft gerade nicht so bei uns beiden, ne? Ist noch irgendwo einer. Oh, die sind einige. Die hole ich mir noch. Das ist der Erste, es ist Midas. Midas, der Boss. Ist tot. Sind alle tot? Okay, das ist ein guter Wechsel, Mann. Alle sind gestorben hier. Holy Macaroni, Mann. Heiliger Bimba, mir sind ja richtig gute Sachen. Ich würde sagen, ich gehe noch kurz in die Zone, dann wechseln wir wieder. Er ist so krank, ne? So viele Controller hier. Ist sogar irgendeiner mit Medaillon. Aber wir werden schnell switchen. Kann ich mal richtig reden einfach. Das wird jetzt so witzig werden. Weil der nächste Controller ist einfach wirklich ein Xbox-Controller. Der ganz normale. Hallo? Jetzt sag nicht, das ist der Einzige, der nicht connected. Okay, wir haben es irgendwie zum Laufen gebracht. Und das Chicken hat gerade das Ei gelegt. Die Runde ist ja schon mal gar nicht so übel. Ich freue mich schon so stark auf den Healy-Controller. Oh Gott, da hinten ist mein Erzfeind. Nein, wo kommst du denn jetzt her? Du hast mir noch gefehlt, du alte Pupsbacke, Mann. Er läuft einfach weiter auf Disrespect. Der Typ hasst mich doch auch einfach. Das war der Erste. Der läuft einfach vorbei an mir, als wäre ich gar nicht vorhanden. Du weißt schon, ignorieren ist auch eine Form von Mobben, ne? Digga, was willst du denn jetzt? Er hat die mythische gehabt. Ich breche hier ab, Mann. Der checkt überhaupt nichts und hat einfach die beste Waffe im Spiel dabei. Erstmal gucken, wie man hier bauen kann. Kann man schon den einen oder anderen mit klappen, glaube ich. Oh Gott, hier ist einer drin. Du bist der Kumpel von dem anderen, ne? Ich muss mich ganz kurz ein bisschen sortieren und weglaufen wegen der Zone. Du kannst dein Mate gerne wiederholen, aber ich glaube, du stirbst davon. Deswegen lauf mal lieber mit. Einen schnappen wir uns noch. Okay, da war einer drin. Du willst das nicht tun, glaub mir, mein Freund. Stirb! Ich will aber nicht drauf gehen. Oh Gott, ich hab Angst. Ich kann gut Auto fahren mit dem Controller. Oder auch nicht. Geh weg! Ach, ich kann wieder nicht aussteigen. Oh Gott, der hat den sogar wiederbelebt. Ey, das wird hier niemals enden, Mann, wenn das so weitergeht. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen heilen. Folgt er mich? Er checkt ja gar nichts. Boah, der checkt überhaupt nichts. Was ist das denn für einer? Aber jetzt verstecken wir. Kurz darauf warten, dass die anderen kommen. Ey, das ist so eine verrückte Runde, Mann. Diese Zwangsjacke-Controller hält mich hier komplett zurück. Wo ist der? Ich will den wieder killen. Da. Guck mal, der arme Mann. Ah, der kann überhaupt nichts. Jetzt einen anderen Skin hätte ich nicht leben lassen. Aber ich hasse diesen Skin. Ich muss mal gerade gucken. Haben wir noch was? Ich glaube, wir werden gleich eh wechseln müssen. Das Blöde ist, die Nintendo-Controller funktionieren einfach nicht am PC. Ahaha, das hast du jetzt davon. Du kleiner Schlawiner. Sieht man das überhaupt gut? Okay, das sind ein bisschen viele hier. Ne, ein bisschen 90s cracken. Bleib stehen. Jetzt hauen die alle ab vor mir. Es ist fishy on me. Boah, Alter. Ich
bin nicht schlecht mit Controller. Ich habe mein halbes Leben damit verbracht. Oh Gott, er heilt sich. Und er ist jetzt außerhalb der Zone. Ist dein Ernst? Du bist doch trotzdem tot. Stirb jetzt endlich. Was hat der vor? Hä? Hätte er den jetzt tot? Ich will das sehen. Was macht er mit dem? Wie macht mein Emote hier? Soll ich dich mitnehmen? Ich weiß aber nicht, wie ich dich tragen kann. Ich kann nichts tun. Es tut mir leid, du wirst sterben, Mann. Ich würde dich gerne mitnehmen, aber es geht nicht. Guck mal, es ist nicht gebunden. Kannst du ihn wiederholen? Noch lebt er. Er hat sogar noch diese komischen Dinger gemacht. Ich kann dich doch nicht wiederholen. Es tut mir doch leid, Mann. Dein Mate hat dich alleine gelassen. Ich würde sagen, mit dem nächsten Kill werden wir komplett switchen. Für euch ist das eine Sekunde. Für mich ist es einfach 3000 Jahre. Na komm, ich will die Runde gar nicht gewinnen. Und wir sehen uns sofort wieder, Leute. 3, 2, 1. Boom. Ladies and Gentlemen, wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf der Switch angekommen. Und ihr seht es schon, ich habe endlich einen Duo-Mate gefunden, Mann. Keine Ahnung, wie der heißt. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ich hoffe, dass er gut im Spiel ist. Ich habe gerade schon mal eine Runde gespielt. Und ich kann euch sagen, das hier sind offizielle Switch-Lobbys hier, Mann. Und die hallern. Und die schallern auf jeden Fall richtig rein. Falls du da draußen Switch-Spieler bist, dann schreib gerne mal in die Kommentare rein, wie viele Siege du hast. Ich sag euch, der ein oder andere hier auf der Switch, der geht richtig ab. Oh, hier kommen auch viele Leute runter. Hier war ich doch heute schon mal. Hat doch voll den geilen Gleiter gerade. Den werde ich versuchen zu pickaxen, Mann, wenn das so weitergeht. Okay, klappt irgendwie nicht. Nimm mich doch nicht so hops, Junge. Stirb, Alter. Das hier übrigens, Ladies and Gentlemen, ist kein offizieller Standard-Controller, sondern der Pro-Controller. Ich glaube, der ist sogar relativ teuer. Funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Wireless und so. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Was mir gar nicht gefällt an der Stelle hier, ist diese Grafik einfach. Aber ich glaube, Maxify kennt die ja nicht anders. Wie kann man auch mit sowas spielen, Mann? Ich stehe auf gute Grafik. So, das ist der nächste. Wir machen jetzt zwei Kills, dann wechseln wir einfach. Okay, let's go haben wir. Das heißt, wir können den nächsten Controller benutzen. Ich habe das Ganze schon vorbereitet, weil ich habe irgendwie nicht geschafft, dass die Wireless funktionieren. Aber kein Problem. Nächster Controller. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Der Teammate ist weg, aber der Controller funktioniert jetzt und der leuchtet sogar mit den Öhrchen hier. Sieht eigentlich ganz knuffig aus, spielt sich auch relativ gut. Musst du nur einiges umstellen, damit das Ganze funktioniert hat. Ist anscheinend nicht ganz so einfach hier auf der Switch. Das müssen wir gucken, dass wir ein oder zwei Kills auf jeden Fall noch holen. Türen eintreten, es geht jetzt los. Ist hier irgendwo drin. Alter, oh mein Gott. Let's go, der erste Kill, Mann. Einfach voll daneben geschossen. Das ist mein Standard-Aim, Leute. Ist irgendwo eine epische Kiste und da hinten ist sogar noch eine. Mal gucken, wie weit wir kommen hier mit diesem Setup. Gib mir was Geiles. Ach, das ist nichts Geiles. Ich hasse diese Waffe, Mann. Hier ist noch eine. Junge, was passiert hier gerade? Bisschen Flowberry Riss hat noch keinem geschadet. Hinten fighten noch mal ein paar. Jetzt sollten wir da hingehen. Je schneller wir die Kills haben, desto schneller spielen wir auf Peely. Ich sag euch ehrlich, der Controller ist ein bisschen zu klein für mich. Aber hier fighten sogar welche im tiefsten Schnee und das, obwohl bald Sommer ist. Dann komm mal her, du Schwurbler. Hinten sind die. Okay. Leute, den Skin kenne ich, der ist geil. Let's go, wir haben ihn. Können wieder wechseln. Das Problem ist, das wird jetzt wieder mega komplikado, glaube ich. Wir einfach in die Ecke hier. Toller Controller, hat Spaß gemacht, aber wir gehen jetzt weiter. Der extra Controller, Leute, wir haben es einfach. Es ist der Peely Controller. Let's go, endlich. Nach 100 Jahren. Es geht wieder gar nichts. Oh Gott. Okay, Freunde, wir sind wieder back. Ich habe alles neu gestartet. Mal gucken, ob es jetzt geht. Wehe, wenn nicht. Ich habe jeden Guide durchgeguckt, den es gibt einfach. So, wir müssen irgendwie diesen Knopf hier drücken, damit er sucht. Er ist auf grün mittlerweile. Das tut sich gar nichts, Mann. Ey, ist das euer Ernst? Es geht, glaube ich. Oh mein Gott, er geht. Er funktioniert. Nach 100 Jahren. Meine Güte, Alter. Also hier kannst du keine Controller tauschen. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Schaut es euch an, Freunde. Wir spielen mit dem neuen Peely Controller Fortnite. Mal gucken, ob wir es schaffen, damit noch einen epischen zu holen. Komm schon. Was liegt da rum? Blueberry Gist. Oh Gott, hier ist irgendwo einer. Hallo, Freunde. Seid ihr gerade erst gelandet?
Ja, also ich muss schon sagen, es spielt sich auf jeden Fall relativ gut. Ist einfacher in der Hand als der Pro-Controller. Sieht aber sonst genauso aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Digga, was geht denn hier ab, Mann? Hat er die Stromrechnung nicht bezahlt oder was? Oh Gott. Und ich bin tot. Und das alles. Nur für einen einzigen Kill am Ende? Ey, ich drehe hier durch, Mann. Leute, falls ihr mehr von diesem Controller sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Er ist wirklich Big Baba Bubu geil, aber ich bin einfach zu schlecht, Mann. Tragt meinen Creator-Code ein und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.